Moin Moin Lollis und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau wie ihr seht, wird es heute mal um das Update gehen. Ihr wisst ja, normalerweise mache ich eigentlich wenig Update-Videos, also eigentlich sehr selten. Aber ich dachte mir irgendwie, heute passt das mal, weil es gibt einiges auszuprobieren. Es ist was sehr Neues, was ich mir auch selbst schon lange gewünscht habe. Und ja, wir haben jetzt gerade 9:30 Uhr. Ich war bis jetzt noch nicht on. Ich habe mir das Update auch nicht angeschaut. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt so sein wird, besonders wenn wir wirklich in-game sind. Und ja, ich würde mal sagen, wir lesen einmal die News und dann gebe ich noch meinen Senf dazu und dann loggen wir uns aber einfach mal ein. Mehr Persönlichkeit für dein Pferd. Hi. Ab sofort kannst du deinem Pferd seine eigene Geschichte geben, indem du sein Alter und sein Geschlecht auswählst. Mehr Persönlichkeit für dein Pferd. Wieso haben sie zweimal dieselbe Überschrift? Die Zeiten, in denen du dem Notar hinterherrennst, sind vorbei. Eine neue Ära hat begonnen. Ab jetzt kannst du das Alter, das Geschlecht und den Namen deines Pferdes direkt im Pferdebogen ändern. Es kostet nichts, das Alter und das Geschlecht deines Pferdes zu ändern, und du kannst dich umentscheiden, so oft du möchtest. Den Namen deines Pferdes zu ändern, kostet eigentlich 135 Starcoins. Übrigens, ich finde das voll überteuert. Aber bis zum 4. Mai ist der Preis reduziert auf nur 65 Starcoins. Diese Funktion kannst du auch für alle Pferde in deinem Stall nutzen. Wenn es dich interessiert, welches Alter und welches Geschlecht die Pferde deiner Freunde haben, kannst du sie inspizieren, um es zu erfahren. Alter und Geschlecht der Pferde werden in unserer App Star Stable Horse nicht angezeigt. Beachte bitte auch, dass das Ändern von Namen und Geschlecht des Pferdes keinerlei Auswirkungen auf sein Aussehen hat. Okay, ich muss ja sagen, das hätte ich eigentlich schon cool gefunden. Das wäre schon echt nice gewesen. Und ja, also beim Notar war ich noch nie. Ich habe noch nie mein, also doch, ich war da schon mal, aber ich habe noch nie den Namen von einem meiner Pferde geändert. Hier sehen wir schon mal was, zwar auf Englisch, aber ja. Was ich ein bisschen. Also, ich hätte mir gewünscht, dass man es halt wirklich das Alter in Jahren einstellen kann und nicht Youngster, Adult, Senior und Internet oder was da ist. Ich weiß gar nicht, was dieses Internet bedeutet. Wir werden es ja in-game wahrscheinlich auf Deutsch sehen. Und ja, im Charakterbogen finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Das Prachtset. Bereite dich darauf vor, mit Stil an den kommenden Wettbewerben teilzunehmen. Das Prachtset ist nur für die bedeutendsten Reiterinnen Jorviks angemessen. Du bekommst es in zwei Farben, Graphit und Anthrazit. Dieses Set erfordert Spielerlevel 15. Okay, das Set sieht schon cool aus. Wir werden uns mal ansehen, wie es in-game aussieht, ob es da auch so cool aussieht. Noch eine Erinnerung, mal wieder, dass diese Achalterkinder und Appaloosa der Generation 1.5 nicht umziehen, rausgenommen werden. Aber den Text, den haben wir gefühlt bei jedem Update, deswegen lese ich das nicht weiter vor. Und nächste Woche gibt es ja, wie schon in meinem Spoiler genannt, übrigens auf dem i-Punkt verlinkt, die Rennstrecke der Baroness, dieses Update davon. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal online. Ich muss ja sagen, ich liebe meinen Gaming, ja, was ist das? Mein Gaming-Notebook. Weil, also eigentlich ist es nicht meins, aber ich benutze es halt nur. Weil das Einloggen geht so krass schnell. Also ich bin in weniger als einer Minute gefühlt on. Es ist so nice. Weil früher hatte ich so eine alte Kiste. Da hat es, glaube ich, 10 Minuten oder so gedauert, bis ich mal on war, wenn es überhaupt funktioniert hat. Aber jetzt geht das so schnell. I like it so much. Ah ja, wegen den neuen Charakterbogen gibt es ein Tutorial. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Ach, ups, ich habe jetzt auf Tutorial überspringen geklickt. Okay. Wo kann man denn nochmal? Hier, ja.
Welsch Pony Typ B? Ah ja, stimmt. Hier. Geschlecht. Stute, Hengst oder Wallach? Ich muss mir einmal kurz mein Pferd angucken. Okay, ich finde, das sieht aus wie so ein Ponyhengst. Wir machen das Pferd mal zu einem Hengst. So. Speichern. Jungpferd, erwachsen, Senior, zeitlos. Zeitlos, ernsthaft? Ich würde mal sagen, das sieht aus wie so ein. So jung sieht es jetzt nicht mehr aus. Eher wie so ein erwachsenes Pferd. So. Ein Pferd mittleren Alters. Und ja, das haben wir jetzt einmal eingestellt. Okay, verändert. Tut sich ja nichts. Das war's schon. Das ist irgendwie sad. Naja, dann gucken wir mal in den. Wir können ja gleich nochmal in den Stall gehen zu mir. In den Heimi. Und dann dort mal bei den anderen Pferden das auch noch ändern. Davor würde ich aber gerne noch in den Globi schauen. Und mir diese krassen neuen Sets anschauen. Oh my gosh, diese Schabracken, die sind einfach nur geil. Boah, tut mir leid, dass ich diesen Ausdruck verwende, aber. Tut mir leid, aber das sieht doch krass aus. Also, das sieht, finde ich, noch schöner aus als diese mit Fell. I love it. Dann packen wir dem einmal das in Anthrazit. Einmal drauf. Dann können wir uns das anschauen. Und. Oh my gosh. Diese Stiefel sind so krass, das gibt es auch in Dressur und in Springversion. Boah, ist das nice. Boah, ich finde das so krass geil. So krass finde ich das. Ich muss mal einmal kurz meine Steckdose anstellen und meinen Computer-Ladekabel reinstecken. So. Ready. Oh, es gibt keine Hose dazu, merke ich gerade. Wir packen erstmal das Springoutfit drauf. So. Es gibt keine Hosen. Das ist irgendwie sad. Aber. Ich würde sagen. Wir ziehen jetzt einfach mal irgendeine Hose an. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal die. Ist ja Spring. Also. Boah, aber ich finde dieses Outfit echt cool. Ich würde mir das erstmal jetzt noch nicht tatsächlich holen. Ja, wir sind jetzt auf einmal. Ach so. Alle Farben zusammen. Also, ich weiß noch nicht, ob ich es mir jetzt sofort holen kann. Obwohl, ja, ich habe eigentlich genügend Budget. Aber ich spare gerade eigentlich auf was anderes. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Aber ich werde es mir sehr, 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 sehr bald kaufen. Das Set. Also, ich glaube, ich werde mir sogar echt alle Sachen des Sets holen. Ach, stimmt. Wir müssen ja noch. Ich würde sagen, das man, können wir einmal zeigen. Aber ich finde die mit ohne Fell schöner. Eigentlich. Dann können wir uns ja mal in diesem Falle das als Dressur-Outfit anschauen. Oder brauchen wir eigentlich auch gleich noch eine andere Hose? So. Einmal kurz für die Beine. Eine weiße Hose, die ein bisschen dressurmäßig aussieht. Die dressurmäßig aus. Hier irgendwo eine Hose, die dressurmäßig aussieht. Also ich habe eigentlich eine, aber die ist von diesem Jörg-Event. Egal, wir lassen das jetzt so. Okay, das sieht auch enormst edel aus. Auch mit diesen Stiefeln in der passenden Farbe. Das sieht nice aus. Also. Aber man könnte es auch theoretisch gut in Schwarz eigentlich nehmen. Wir können es ja einmal uns anschauen, wie das dann aussähe. Wir haben ja das Glück. Wir sind ja die neuen Accessoires. Nicht Accessoires, die neuen Stiefel und so, die ich übrigens abnormal feiere. Tut mir leid, aber die Sachen sind geil und die passen einfach mal zu den Sattelzeug und so weiter. Ja, okay, ich könnte jetzt hier 10 Stunden labern, wie nice ich dieses Zeug finde. Das ist übrigens auch das, auf was ich spare. Weil das Sattelzeug, ich habe immer verpennt, mir das zu kaufen und das hier auch, das passende. Deswegen, also das Sattelzeug habe ich mir schon geholt. Jetzt spare ich noch auf das. Dann hole ich mir halt diese ganzen Sachen. Und dann sind diese neuen Turniersachen dran. Die habe ich mir schon geholt, weil die so günstig sind, die Poloshirts. Und die sind einfach nice. Ich finde auch mit dem Schwarz sieht das einfach krass aus. Ja, müssen wir nicht lang drüber reden. Das ist nice. Ja, also die Sachen, die jetzt SSU im Moment reinbringt, die Outfits, die sind echt kühl. Cool. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich mal in meinem Heimatstall wieder. Wow, Pferd bleibt stehen. Pferd bleibt stehen! Ich würde sagen, wir sehen uns gleich mal in meinem Heimatstall wieder. Und dann ändern wir noch bei ein paar Pferden.
Geschlecht, Alter und so weiter. So, jetzt sind wir im Heimi angelangt. Ich habe aber schon meine Fettchen hier gepflegt. Ich fange jetzt mal an mit Karamell-Champion. Der steht hier gerade so dumm rum. So, eindeutig Hengst, würde ich sagen. Weil dieses Fett sieht so hengstig aus, einfach weil es ein Araber ist. So. Hat er das jetzt nicht gespeichert? Hengst, speichern. Ach so. Und ich finde, der sieht so. Macht eigentlich auch nicht nach einem Jungpferd irgendwie aus. Ich finde, dieses Pferd zum Beispiel sieht eher so nach einem Senior aus, oder? Oder nach einem Jungpferd. Hä? Was ist denn jetzt schiefgelaufen mit mir? Aber doch, doch, eher nach einem Senior, doch. Nach einem braven Senior, so nach einem Wallach. Nicht so ein typisches Ponychen. Nur ein ganz braves Pferd. Dieses Pferd, es wird. Na, eigentlich nicht. Ausnahmsweise mal eine Stute. Weil in meinem Roleplays ist es eine Stute und es wird auch so bleiben. Und die ist einfach erwachsen. Die ist nämlich in meinem Roleplays, glaube ich, so 11, 12, 10. So, das Pferdchen hier. Ausnahmsweise, obwohl ja, erstmal, es ist ein Hengst, würde ich sagen. Obwohl, nee, Wallach. Jungpferd. Denn mein Roleplay ist es ein Jungpferd. Das hier sieht aus, finde ich, wie so ein frecher Ponyhengst. Auf jeden Fall Hengst. Dieses Pferd wird ein Hengst. So. Alter. Ich finde, sieht jetzt nicht aus wie so ein Jungpferd. Also entweder wie so ein Opa oder so ein normales Alter. Na, normales Alter. Weiter geht's. Salt Pepper. Genau, Salty kennt ihr bestimmt auch aus meinem Roleplay. Aber weiß gar nicht, ob die Folge schon online ist. Ach, nicht spoilern. Cora. Stude. Und das würde ich sagen, Jungpferd, weil so. Ich würde sagen, das sieht aus wie so 5 oder so. Und das ist ja für mich Jungpferd irgendwie. Oh, das Pferdchen sieht aus wie ein Senior. Machen wir direkt mal. Und ich würde sogar sagen, das ist eine Stute. Das Pferd hier wird ein Jungpferd. Und ein Wallach. Denn, das kann ich mal spoilern, in meinem Roleplay, das wird auch bald wieder hoffentlich aktiver, aber es ist halt immer extrem viel Arbeit, Roleplay zu schneiden. Also da sitze ich an einer 10-Minuten-Folge gefühlt 5 Stunden zu schneiden. Und drehen dauert halt auch dafür allein schon über eine Stunde, weil du halt viele Takes hast und so. Jedenfalls, das Pferd wird noch eine Rolle spielen, und zwar als Jungpferd-Wallach. Mein Memory Lord ist in echt ein Wallach. Und ein Senior, weil er müsste jetzt 19 sein, ja, 19. Genau. Deswegen eher schon ein Senior, würde ich sagen. Welche Pferde sind denn jetzt noch auf der Koppel? Dann müssen wir die jetzt nacheinander mal reinholen. So. Dass ich das Geschlecht entstelle, das sieht irgendwie stutig aus, das Pferd. Und es sieht, finde ich, auch irgendwie jung aus. So, jetzt sind wir durch. Ja, genau. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich dachte mir, ich mache einfach mal ein bisschen was zum Update. Ja, gab jetzt doch nicht so viel. Ich dachte, es gäbe vielleicht auch noch etwas mehr zu berichten. Aber ja, ich finde trotzdem cooles Update. Hätte es schön gefunden, eigentlich, wenn man das Alter genau hätte einstellen können. Ja, da hätte man zum Beispiel auch einfach Geburtsdatum einstellen können, weil dann wäre das Alter halt auch mitgegangen. Aber ja, so viel dazu. Von den Sets bin ich, muss ich sagen, aber absolut begeistert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst dann auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.